Hallo zusammen und willkommen zu meinem Kanal Mizukis Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch über meine Schwangerschaft erzählen. Ich bin momentan noch schwanger und in diesem Video erzähle ich euch, wie ich meine Schwangerschaft bis zur 24. Schwangerschaftswoche bisher erlebt habe. Dann, los geht's! Mein Kind kommt voraussichtlich Ende Juni dieses Jahres zur Welt und mein Kind ist ein Mädchen. Ich erzähle euch dann Stück für Stück über meine Schwangerschaft. Als erstes von der 6. bis 8. Schwangerschaftswoche. Ich habe in der 6. Schwangerschaftswoche erfahren, dass ich schwanger bin. In der 6. Woche habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der Test war positiv. Warum ich damals einen Schwangerschaftstest gemacht habe, ist, dass meine Periode nicht gekommen ist und ich sehr müde war. Am Anfang meiner Periode war ich oft müde, aber diese Müdigkeit war etwas stärker und dauerte den ganzen Tag. In der 8. Woche habe ich dann bei einem Frauenarzt eine erste Untersuchung bekommen und dabei wurde meine Schwangerschaft bestätigt. Man konnte schon die Bewegung vom Herz meines Kindes sehen und ich habe außerdem dabei mein Blut auf HIV, Antikörper für Toxoplasmose und Röteln getestet. Ich habe auch ein erstes Ultraschallbild bekommen. So klein, als ich das gesehen habe, habe ich mich richtig gefreut. Übrigens, mein Bauch war in der 8. Woche noch so groß. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen früher Kind bekommen. Ich habe bis Juli 2022 eine Umschulung in Leipzig gemacht und wir haben damals geplant, dass ich während der Umschulung schwanger werde und kurz nach der Abschlussprüfung ein Kind zur Welt bringen werde. Ich war auch tatsächlich während der Umschulung einmal schwanger, aber das Kind ist leider nicht mehr im Bauch geblieben. Ich hatte während der Umschulung viel Stress, das habe ich selbst gemerkt und dachte, dass ich vielleicht wegen Stress nicht mehr schwanger sein konnte. Allerdings konnte ich nach der Umschulung schnell nochmal schwanger werden, ungefähr 2 Monate später nach der Abschlussprüfung. Ich hatte also vor allem bis zur 12. Schwangerschaftswoche jeden Tag Angst, ob mein Kind wieder von mir weggeht. Nach einer Woche der ersten Untersuchung wurde mir aber gesagt, dass mein Progesteronspiegel niedrig ist. Progesteron ist ein wichtiges Hormon bei der Schwangerschaft. Es wirkt schwangerschaftserhaltend. Deswegen habe ich am Anfang der Schwangerschaft extra Hormone genommen. Ich muss mal kurz meine Position ändern und jetzt von der 9. bis 12. Woche. Ab der 9. Schwangerschaftswoche hatte ich leichte Beschwerden. Ich hatte leichtes Sodbrennen, aber ich musste gar nicht brechen oder so und außer Sodbrennen hatte ich keine starken Beschwerden. Übrigens, gegen mein Sodbrennen hat Ingwer sehr gut geholfen. Aber ich hatte ein wenig Geschmacksänderung. Ich liebe japanisches Essen, aber egal was ich esse, es hat nicht so gut geschmeckt und ich hatte keine Motivation für alles. In der 10. Woche hatte ich meine 2. Untersuchung. Dabei habe ich verschiedene Bluttests gemacht. Einmal Blutgruppenbestimmung von mir, einmal Geschlechtsbestimmung vom Kind und NIPT. NIPT ist ein Bluttest auf Trisomien und das Ergebnis war in Ordnung. In der gleichen Woche habe ich auch einen Bluttest für PAPPA und FSZHCG gemacht. Diesen Bluttest sollte man machen, wenn man eine Nackenfaltenmessung machen möchte. Ich wollte auch den Test machen, deswegen habe ich nochmal mein Blut abgegeben. In der 11. Woche hatte ich eine allergische Reaktion wegen der Hormone bekommen. Mein Körper juckt überall und es gab vom Kopf bis Füße überall Ausschläge.
Das passierte in der Nacht und am nächsten Morgen bin ich sofort zum Frauenarzt gegangen. Wegen der allergischen Reaktionen musste ich aufhören, die Hormone weiterzunehmen. Nach 4 oder 5 Tagen, nachdem ich zum Arzt gegangen bin, hatte ich früh morgen ein bisschen frisches Blut. Es war wenig und ich hatte keine Schmerzen, aber das Blut war sehr hellrot. Deswegen musste ich nochmal zum Arzt gehen. Die Ursache vom Blut konnten wir aber nicht finden. Vor allem bis 12. Schwangerschaftswoche hatte ich also jeden Tag Angst. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass ich jetzt noch schwanger sein kann. In der 12. Woche hatte ich dann eine Nackenfaltenmessung, also ein Ersttrimester-Screening gemacht. Dabei schaut man, ob ein Kind Down-Syndrom hat. Das Ergebnis war zum Glück auch in Ordnung. Dann von der 13. bis 16. Woche. In der 14. Woche hatte ich meine dritte Untersuchung und dabei habe ich erfahren, dass mein Kind ein Mädchen ist. Ich hatte einen Bluttest für eine Geschlechtsbestimmung von Kind gemacht, deswegen konnte ich so früh das Geschlecht wissen. Ich habe außerdem eine Grippeimpfung gemacht. Meine Beschwerden haben auch in der 14. Woche geendet. Ich habe fast kein Sodbrennen mehr und es schmeckt alles wieder normal. Danach hatte ich nichts Besonderes mehr, aber mein Bauch wächst Tag für Tag. Von der 17. bis 20. Woche. In der 18. Woche habe ich zum ersten Mal die Bewegung vom Kind gespürt. Anfang war ich noch nicht so klar, aber es war, als ob ein paar Luftblasen im Bauch platzen oder ein kleiner Fisch im Bauch schwimmt. In der 19. Woche hatte ich meine vierte Untersuchung und dabei habe ich eine Ultraschalluntersuchung auf dem Bauch bekommen. Mein Kind wächst sehr gut und man kann schon Knochen vom Kind sehen. In der 20. Woche konnte mein Mann auch die Bewegung vom Kind spüren, wenn er seine Hand auf meinen Bauch gelegt hat. Aber wenn er meinen Bauch anfasst, bewegt das Kind nicht mehr. Vielleicht ist sie schüchtern, aber wenn ich dabei etwas spreche, hat sich das Kind gut bewegt. Mittlerweile bewegt sich das Kind immer, ohne dass ich etwas sage. Und ab dieser Zeit hatte ich wieder eine Geschmacksänderung und einen großen Appetit. Ich habe früher nicht so oft Pizza gegessen, aber ich hatte richtig Lust auf Pizza. Ich kann normalerweise eine Pizza von L'Osteria nicht alleine schaffen, aber ich konnte sie alles aufessen und ich könnte sogar danach noch was essen. Mein Magen war wie ein schwarzes Loch. Zudem habe ich ab der 20. Woche angefangen, Kindersachen zu kaufen. Mittlerweile haben wir einen Kinderwagen, Kinderstuhl und eine Beistellbett gekauft. Das ist unser erstes Kind. Unglaublich, wie man so viele Kindersachen kaufen muss und sie sehr teuer sind. Die letzte Phase. Von der 21. bis 24. Woche. In der 22. Woche hatte ich eine Feindiagnostik. Dabei untersucht man, ob die Organe vom Kind in Ordnung sind. Auch da war alles in Ordnung. Und ab dem 5. Monat ist mein Bauch deutlich größer geworden. In der 23. Woche hatte ich meine 5. Untersuchung und dabei wieder einen Bluttest für Toxoplasmose gemacht. Ich habe während der Schwangerschaft öfter Schwangerschaftsdemenz bekommen. Ich habe schon mal 3-mal an verschiedenen Tagen beim Einkaufen meine PIN-Code meiner Bankkarte vergessen. Außerdem habe ich einmal auch die PIN-Code für mein Tablet vergessen. Unglaublich, dass ich so immer schnell vergesse. Und obwohl ich vor einem Tag oder vor ein paar Stunden meine Bankkarte oder mein Tablet benutzt habe, habe ich sie spontan vergessen.
Ich kann mir deswegen gar nicht mehr trauen. Und jetzt wird mein Bauch Tag für Tag größer. Mein Bauch in der 24. Monat sieht so aus. Der Bauch ist schon groß und schwer. Leider habe ich eine Medianlinie, die wird aber nach der Geburt weggehen. Mein Körper ändert sich wirklich schnell. Ich muss öfter Pause machen, wenn ich spazieren gehe, und ich bekomme Rückenschmerzen, wenn ich lange stehe oder sitze. Letztes Mal habe ich ein Kochvideo aufgenommen, aber am Abend habe ich dann starken Rückenschmerzen bekommen. Langsam merke ich, dass es etwas anstrengend ist. Aber mein Mann hilft mir sehr viel. Ich koche meistens, aber er räumt alles danach auf und er trägt immer Schweres. Wir haben noch kein Auto, deswegen gehen wir zu Fuß einkaufen. Wenn wir einkaufen gehen, dann trägt er immer alles. Vorne und hinten trägt er zwei Rucksäcke. Ich bedanke mich sehr, dass ich einen guten Mann bekommen habe. Das war meine Schwangerschaft bis zur 24. Woche. Ich habe in diesem Video die Kosten nicht erwähnt, aber die gesamten Kosten für die Schwangerschaft und Geburt werde ich irgendwann nach der Geburt erwähnen. Ich bin ja noch in der Schwangerschaft. Und das ist meine erste Schwangerschaft und außerdem in Deutschland. Mittlerweile verstehe ich viel Deutsch, aber medizinische Vokabeln weiß ich leider noch nicht so viel. Anfangs hatte ich also Angst, dass ich alleine zum Frauenarzt gehen musste. Aber ich hoffe nur, dass meine Schwangerschaft weiterhin gut läuft und mein Kind sicher zur Welt kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde in Zukunft auch wegen der Schwangerschaft, Geburt, Kindererziehung und so weiter im Video erzählen. Bitte abonniert meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen hoch, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao!